Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und ich bin wieder für euch in Dragonfly unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute geht es mal wieder um den Great Vault und ja, da war ich wieder ein bisschen im Plus letzte Woche unterwegs. Und ich würde sagen, wir schauen einmal rein. Ich lasse auf Wildheit. Ich habe letzte Woche meine 4 Keys gemacht. Eigentlich wollte ich ein bisschen mehr spielen, wurde dann aber frustriert. Ich habe meinen Key auf 20 gespielt und naja, sagen wir es mir so. Meine Mitspieler haben es dann geschafft, den Key dumm zu depleten und dann war ich ein bisschen mad. Da habe ich dann nicht mehr großartig mehr Keys gespielt, weil die nächsten Keys liefen dann auch nicht so super. Das ist halt immer random, ne? Manchmal kriegst du gute Gruppen, aber meistens leider nicht. Naja gut, sei es drum. Jetzt würde ich sagen, schauen wir mal rein und hoffen, dass wir mal irgendwo ein Upgrade kriegen. Ich habe jetzt halt dann im Endeffekt leider doch kein 20er da drin. Was ein bisschen schade ist. So, was haben wir denn hier? Wir haben einen Ring. Warum kriege ich denn... Ich glaube, den habe ich jetzt das dritte Mal drin, oder? Den Ring mit Crit Mastery. Den brauche ich nicht. Und das andere ist eine Waffe. Die wäre jetzt zumindest 418. Aber die hat halt keinen Versor drauf. Es lohnt sich eigentlich auch nicht. Und was haben wir hier drin? Ein Trinket. Das brauche ich nicht. Das ist halt aus dem Normal. Ich habe mir Chief and Run gemacht. Ich könnte mir einen T-Mog teilnehmen oder ich könnte mir Sockel nehmen. Ich glaube, ich verzichte auf das T-Mog Teil und nehme mir die Sockelsteinchen, weil das hier rentiert sich leider alles nicht. Ne? Ich habe halt zwei Ringe, einen für 18er mit Versa und einen für 15er mit Versa. Also da ist er tatsächlich nicht besser und die Waffe, die wäre zwar ein paar Item-Level höher, aber die hat halt auch keinen Versa drauf. Und ich habe jetzt eh nochmal zwei Funken und könnt mir eh eine 418er Waffe damit Versa craften. Also ich denke mal, die Entscheidung liegt tatsächlich zwischen dem T-Mog-Teil und den Steinchen, aber ich denke mal, wenn ich da irgendwann T-Mog fahre, dann kriege ich das sowieso irgendwann. Heißt, wir werden jetzt lieber mal das Ding nehmen, die Steinchen, dann können wir da ein bisschen mit upgraden. Jetzt kriege ich hier einen 18er Key nur. Okay, mal gucken. Ja, vielleicht spiele ich den die Woche mal hoch. Mal schauen, wir werden sehen. Jetzt muss ich mal schauen, was kann ich mir jetzt mit den Dingern kaufen? Wahrscheinlich einen Sockel, oder? Unvorstellbare Güte. Genau, ich könnte mir ein Sockelsteinchen kaufen. Die Dinger kann ich ja sparen, oder? 12 sind Limit. Ich lasse die jetzt erstmal. Und ja, wenn ich am Cap von den Dingern bin, dann überlege ich mir was, weil ich aktuell habe ich jetzt keinen Teil, das absolut Biss ist. Also wäre es ein bisschen wasted. Vielleicht baue ich es auch ehrlich gesagt aufs PvP-Gear drauf. Das muss ich mal ein bisschen gucken. Ja gut, das war eine relativ kurze Entscheidung. Diesmal musste man auch nichts simmen oder irgendwie im Blattmalt gucken. Ja, dann sind wir auch schon wieder am Ende von dem kleinen Opening. Ich hoffe, ihr hattet was Besseres drin, was euch wirklich auch ein Upgrade beschert hat. Und ja, dann sehen wir uns, wenn ihr wollt, quasi nächste Woche wieder, wenn es hoffentlich ein bisschen besseren Loot gibt. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.